Yo, what's up, Bros? Hier ist Nix in the House, my man. Partytime hier mit Nix und einem Let's Play mit The Last of Us. Gut. Ja, wir werden jetzt auch mal direkt weitergehen. In der letzten Folge am Ende ging es ein wenig ab. Da haben wir ja ein bisschen gegen ein paar Banditen oder gegen Roberts Männer gekämpft. Gegen Roberts Männer gekämpft, genau. Und jetzt gehen wir auf den Weg zu den Docks und vielleicht finden wir dann endlich mal den Robert, genau, und wir laufen jetzt mal zu dieser Frau dahin. Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Ich weiß nicht, hat sie sich vorgestellt? Keine Ahnung. Und, nee, okay, gut, wir müssen an diese Ketten und dann anscheinend nach oben ziehen, damit sie drüber kann und wir natürlich hier wieder vergammeln müssen. Dann kommen bestimmt wieder Gegner und dann haben wir in die Arschkarte gezogen. Locker, oder? Nee. Gut, wir können beide nach drüben. Okay, gut, prima. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Das ist schon verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja, keine Kontakte mehr im Norden. Okay, gut. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde mal sagen, wir machen das am besten lautlos. Wenn es lautlos klappt, dann machen wir es lautlos. Und wenn wir dann doch irgendwann mal die Waffe zücken müssen, dann machen wir es halt eben mit der Waffe. Aber hoffentlich klappt es halt eben wirklich so lautlos. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Oh ja, und wir haben nicht gerade besonders viele Patronen. Schön langsam. Und genau. Und erwürgen, genau. Und wir gehen jetzt auch mal direkt zu denen da vorne hin. Zum Glück sind wir zu zweit. Okay, gut. Ganz leise. Joel. Ach, renn nicht weg, Kumpel. Ey. Das macht er mit Absicht, schätze ich mal. Und gleich direkt würgen. Okay, gut, zwei haben wir schon mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind. Ich schätze mal so fünf. Da ist auf jeden Fall noch einer. Ich glaube, das ist der Robert. Okay, nee, ist er nicht. Wir müssen jetzt anscheinend dann irgendwie da außen rum. Aber nicht hier lang. Da müssen wir jetzt wieder den Weg zurücklaufen, weil der guckt nämlich direkt hier in unsere Richtung. Scheiße. Scheiße, was mache ich denn, wenn der die Leiche sieht? Ah, okay, gut, das haben wir gut gemacht, Okay, gut, der wollte jetzt gerade in Richtung Leiche laufen, aber zum Glück haben wir das noch verhindern können. Also konnten wir das noch verhindern. Waren das jetzt einfach schon alle? Ja, da ist doch noch irgendwo einer, oder? Sag mal, bin ich gerade irgendwie doof? Da war doch ein... Nee, das ist sie. Okay, jetzt müssen wir halt eben wirklich ein bisschen aufpassen, weil ich bin mir nicht sicher, ob da noch irgendwo einer ist. Also wir hätten Patronen für noch einen. Also einen hätte... Ah, da hinten. Genau, da hinten. Gut, wir laufen jetzt einfach mal nach da drüben. Also wir laufen jetzt durch diese Container und schnappen den dann von hinten. Ein bisschen schneller vielleicht schon, weil sonst ist er weg. Und das waren jetzt alle, schätze ich mal. Jetzt müssen wir zum Robert und den jetzt noch töten. Ich sehe dir gern zu. Ja, genau, du machst dir gar nichts, Puppe. Okay, gut, jetzt bin ich mir wirklich nicht sicher, ob das jetzt alle gewesen sind. Wir müssen jetzt halt eben wirklich ein bisschen aufpassen. Ah, nee, da ist noch einer. Okay, zum Glück ist es nur einer. Und den würgen wir jetzt auch noch. Das müsste jetzt aber wirklich der letzte sein, weil sonst sehe ich da wirklich keinen mehr. Vielleicht noch da einer? Robert ist bestimmt da drin. Oh, genau, jetzt gibt's ja einen
Oh, genau. Ah, wie geil ist das denn, ey. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Gut. So, jetzt gehen wir mal in Roberts Büro und überraschen mal einen Robert. Robert, wir sind zu Hause. Zurück, zurück, verdammt. Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden. Nimm die Knarre runter. Ja. Haut endlich ab. Er haut ab. So, jetzt hinterher. Robert! Joel, hier lang. Komm, ab, ab, ab. Da rein. Genau, jetzt müssen wir hier eine kleine Verfolgungsjagd. Gleich haben wir einen, aber. Ich spüre das richtig, dass wir ihn haben. Bestimmt kriegen wir gleich auch ein paar aufs Maul. Ah, scheiße, wir sind falsch gelaufen. Haben wir ihn jetzt? Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat doch gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Oh, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Okay, gutes. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Jetzt rennen wir ihr einfach mal hinterher. Das ist bestimmt super. Hier durch. Ja. Ich weiß einen Ausweg. Ah, nee, da lang. Komm. Okay, gut. Jetzt rennen wir einfach mal dieser Firefly Queen hinterher.
Und dann kriegen wir Waffen und wir müssen eigentlich einfach nur was rausschmuggeln. Ich meine, das ist ja easy weasy. Ich meine, ich bin ja in der Berufsschule in Selb, dann gehe ich nach Tschechien und da muss ich auch immer was rausschmuggeln. Also von da habe ich doch genügend Übung drin, ne? Und ja. Genau, jetzt klettern wir hier einfach mal hoch. Hey, wo sind die jetzt? Ach, okay, gut, wir müssen jetzt einfach nur die Treppen nach oben. Ist ja eigentlich easy weasy. Gut, 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 gut. In dieser Folge ist wenigstens mal wieder eine Sequenz gekommen. Das ist ja schon mal etwas. So, jetzt sind wir auf den Dächern. Seht ihr das? Das war noch nicht... Scheiße. Ah, das war ein kleiner Fail. Der Rest von Ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. So, über die Dächern, wie bei den Assassinen. Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Aufreihen! Oh, eben habe ich gedacht, oh Gott, wer ist denn das jetzt? Nehmen wir einfach mal die Sachen hier mit, keine Ahnung. Kann man bestimmt irgendwie benutzen. Wer sich durchlesen will, kann ja gerne auf Pause drücken, aber wir gehen einfach mal weiter. Wo sind die? Joel, hilf mir doch mal. Warum muss eigentlich ich immer helfen? Da ist auch noch eine starke Frau, die kann hier ein Holzbrett ganz alleine tragen. Und ein Kerl nach oben. Was ist denn das? Aber ist ja kein Problem für uns. Oh, hört sich so an, als würde ich gleich einen Orgasmus kriegen hier. Oder ein Kind gebären. Mein Gott. Hältst du das noch durch? Es geht. Also ich habe das Gefühl, da kommen jetzt gleich welche um die Ecke. Ah, genau, da sind sie. Die Polizisten. Moment. Soldaten. Aber das Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Okay, Bros, was machen wir? Schleichen oder nicht schleichen? Also ich würde mal sagen, wir schleichen jetzt einfach mal um sie herum. Da ist ja nur einer anscheinend. Ja doch, da ist nur einer. Ist ja wirklich kein Problem dann für uns. Kann doch jetzt wirklich nur einer sein. Jetzt einfach mal ganz leise sein. Oh Gott. Okay, gut, da sind sie schon. Ich nehme den hier. Vielleicht ich kann warten, nicht Soldat. Okay, gut. Muss ich mal gucken, wo sind denn die ganzen Soldaten eigentlich? Ah, da ist einer, okay. Okay, gut, den nehme ich dann und die andere nimmt dann wohl 3, 2, 1 und angreifen. Okay, gut, wir sind ja mal ein richtiges Streamteam hier. Gut. Okay, wir laufen jetzt einfach mal hier weiter in dem Gang entlang. Vielleicht finden wir dann noch einen, den wir dann auch so leicht töten können. Oder beziehungsweise, ja doch, töten. Okay, da draußen ist einer, den sehe ich schon mal. Es sind ja wirklich nicht gerade besonders viele hier irgendwie. Sind ja eigentlich noch richtig, ist ja noch richtig human, das Spiel. Sind ja noch richtig gut zu uns. Okay, gut, den schnappen wir uns jetzt. Okay, hör zu. Du musst das nicht tun. Wenn du ihn verletzt, erledige ich dich. Ah, ich Idiot. Das wollte ich doch gar nicht. Okay, gut, den haben wir. Jetzt nur noch den einen dahin. Ah, es sind noch zwei. Irgendwie reichen die immer für zwei Schüsse und dann sind sie tot. Komm, 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 komm raus, komm raus, komm raus, Freundchen. Ah, und, ach, scheiße. Also das mit dem Schießen, das habe ich noch nicht ganz drauf. Aber egal, werde ich noch während dem Let's Play irgendwann mal bestimmt ordentlich hinkriegen, ne? Gut, wir sind hier ja noch direkt am Anfang eigentlich bei dem Spiel. Und nochmal die Waffen da nehmen. Ah, jetzt müssen wir nur... Ah, okay, gut, jetzt müssen wir nur noch nach unten und dann sind wir an der Tür, wo wir hin müssten. Und
auf den Timer. Ja, komm, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt nur noch nach da unten an die Tür. Gehen durch die Tür und dann machen wir mal eine kleine Pause, würde ich mal sagen, ne? Oder, ne? Soll ich Arschloch sein? Ja, doch, ich würde mal sagen, wir machen dann jetzt mal einen Break hier vor der Tür und in der nächsten Folge morgen geht es dann direkt hier weiter an diesem Punkt hier und dann laufen wir durch diese Tür und werden wahrscheinlich was rausschmuggeln müssen, aber ist ja kein Problem für uns. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Haut da rein, bleibt cool und tschau!